CDV für die Opernwerkstatt. Neben mir sitzt Heike Mondschein. Hallo Heike. Hallo. Heike ist auch eine der ganz wichtigen Figuren bei der diesjährigen Inszenierung von Carmen bei den Opernfestspielen in Heidenheim, weil sie ist zuständig für die Kostüme. Heike, wie funktioniert das, wenn du irgendwann von Markus Bosch wahrscheinlich angefragt worden bist? Wie gehst du da dran? Was machst du dann zuerst? Also ich wurde angefragt vom Regisseur, weil ich mit dem schon dreimal sehr erfolgreich zusammengearbeitet habe und auch weiterhin erfolgreich hoffentlich zusammenarbeiten werde. Und also das erklärt eigentlich schon die Vorgehensweise. Also ich arbeite ganz eng mit dem Regisseur zusammen. Wir erarbeiten ein Konzept, auch mit dem Bühnenbildner. Manchmal mache ich auch beides, also je nachdem, wie die Anforderungen sind. Und dann fängt man an die Kostüme zu denken. Das heißt aber doch wahrscheinlich auch, dass man sich erstmal Carmen lesen muss, erstmal gucken muss, vielleicht auch Inszenierung schon anschauen muss oder was ist bisher gewesen. Und da haben wir vorhin, weil wir ja eine Vorbesprechung hatten, festgestellt, Carmen ist eine der meistgespielten Opern überhaupt. Ist das eher gut oder ist das eher schlecht? Also eher gut ist, dass die Musik sehr schön ist. Wie auch vorhin Joachim schon sagte, das macht einfach Spaß, das zu hören. Und es macht natürlich auch Spaß, es zu sehen. Aber es ist auch schon so ein kleines Damoklesschwert, was über einem schwebt. Und es gibt große Erwartungshaltungen. Und wir haben ja hoffentlich vor, sowohl diese abzudecken, als auch innovativ zu sein. Jetzt habe ich vorhin mit dem Joachim vereinbart, dass wir zu dem Konzept nochmal gar nichts sagen. Das behalten wir erstmal für uns. Ich würde dich aber ganz gerne nochmal fragen, bist du jemals vorher in Heidenheim gewesen? Vor dem heutigen Tag ja, aber auch schon im Zusammenhang mit den Opernfestspielen. Ich habe mir letztes Jahr eine Probe des Fidelio angeschaut, wusste aber schon, dass ich dieses Jahr die Kostüme mache, war vorher noch nie in Heidenheim. Aber auf der Schwäbischen Alb war ich schon mal. Okay, dann würde ich dich aber doch gerne jetzt nochmal fragen, wie du unseren Rittersaal so empfunden hast, weil das ist ja ein bisschen das Besondere auch in den Heidenheimer Opernfestspielen, die Aufführung unter freiem Himmel. Ist das auch eine besondere Herausforderung an die Kostüme? Also an die Kostüme ist es jetzt keine besondere Herausforderung. Also Kostüme, würde ich sagen, funktionieren drinnen und draußen. Es ist eher die Frage des Gesamtkonzepts, ob es, sag ich mal, auch Freiluft und sommertauglich ist, weil das auch ein bisschen eine gewisse Leichtigkeit implizieren sollte. Ich finde die Naturkulisse ganz toll. Also ich habe es leider noch nicht gesehen ohne Einbauten, nur auf Fotos, aber das macht sehr stark was her. Gut, du bist jetzt wahrscheinlich, insofern, dafür war ja heute auch diese Vorbesprechung mit dem gesamten Team. Du kennst ja, das ist wahrscheinlich auch eine Herausforderung für dich, noch längst nicht alle der Solisten und Mitwirkenden und musst dennoch ein Stück weit für sie die Kostüme anpassen. Ich kenne ehrlich gesagt überhaupt noch niemanden. Es sind komplett unbekannte Leute und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass ich sie überhaupt erst zu Probenstart sehen werde. Es gibt natürlich Fotos, es gibt Maße und an diesen Dingen orientiere ich mich. Es ist kompliziert. Es ist anders als an einem Stadttheater, wo man oft die Chance hat, Solisten oder auch Schauspieler, wenn es ein Schauspiel ist, vorher schon einmal auf der Bühne auch zu erleben. Auch das ist ja privat und Bühne ist ja auch nochmal eine unterschiedliche Wahrnehmung und jemand wirkt privat anders, als man ihn dann irgendwie aus einer Distanz auf der Bühne sieht. Das ist ein bisschen ein Verbandspiel, aber ich glaube trotzdem, dass es funktioniert. Das glaube ich auch. Liebe Heike, erstmal herzlichen Dank und wir freuen uns dann irgendwann, spätestens wenn die Proben begonnen haben, dich dann wieder hier zu sehen. Dankeschön. Ich freue mich auch.